Hallo, hier ist Nadine von Hängebauchmaus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, wie versprochen, zeige ich euch jetzt mal so ein paar Sachen, die ich gewerkelt habe. Sind vermutlich nicht alle. Ich bin ja mal Spezialist davon, was fertig zu machen, einzupacken, wegzuschicken und dann Mist. Ich habe kein Foto gemacht oder nichts gefilmt. Diesen Film stückel ich jetzt auch zusammen, weil ich tue dann versuche dann immer gleich alles zu filmen. Wenn ich es fertig habe, damit ich das nicht vergesse. Das heißt, das sind viele, viele kleine Filme, die ich jetzt zusammenfüge. Jetzt zeige ich euch gleich mal was, was ich gerade eben gemacht habe. Es ist noch nicht trocken, deswegen hoffe ich, ich bin nicht so deppert und batsch da irgendwo drauf. Ich habe jetzt zum allerersten Mal in meinem Leben Kerzen verziert. So. Also das ist nämlich noch nicht ganz trocken. Das braucht 6 Stunden, steht da drauf. Ich habe so Wasserschiebefolie verwendet. Ich habe mich nicht getraut, direkt auf die Kerze zu stempeln, weil ich es noch nie gemacht habe. Und alle Falten, 100%, kriege ich irgendwie auch nicht weg. Ich habe hier schon geschoben und gemacht. Das ist jetzt ein super gutes Ergebnis, aber ihr seht, Falte. Also das ist jetzt ein Stempelspruch von Stamping Up aus dem Set. Moment, ich schau mal nach. Aus dem da, Weihnachtsgrüße. Ich fand das total passend, weil ich ja eine Kerze bestemple mit Kerzenlicht, ne? Und jetzt muss ich gucken, dass ich wieder schön anfasse. Also, ich habe jetzt hier Wasserschiebefolie verwendet. Ich weiß auch nicht, ob es 100% Grad ist. Und es ist auch noch nicht trocken. Das muss ich jetzt. Ich muss das morgen wegschicken. Ich muss das jetzt trocknen lassen, 6 Stunden. Deswegen habe ich das jetzt gemacht. Jetzt muss man mal gucken. Auf die Rückseite habe ich was ausprobiert. Da habe ich eine Kugel geklebt. Die ist von Create a Smile. Ich sage euch gleich, wie das Set heißt. Und ich habe sie mit Karen-Markern, mit diesen Pigment-Brush-Markern, koloriert auf der Folie. Das funktioniert. Das sieht so aus, also es ist matt. Die Folie selber ist ja glänzig, also das Gestempelte ist glänzig, aber ihr seht, die Koloration, ich hoffe, ihr könnt das sehen, ist matt. Es funktioniert aber. Weil ich hatte jetzt ehrlich gesagt keine Lust, mir Stays-On in allen möglichen verschiedenen Farben zu kaufen. Und ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Das hatte ich ja, glaube ich, in meinem Unboxing-Video gesagt, dass ich diese Marker gekauft habe, weil die ja auf allen Untergründen gehen. Und sie gehen tatsächlich. So. Ich habe mir auch ein Exemplar für mich gemacht, das, was mir am schlechtesten gelungen ist, bleibt halt bei mir, um das auszuprobieren, wie das beim Abbrennen ist. Das weiß ich nämlich nicht. So, das ist mein Erstlingswerk, was Kerze angeht. Davon habe ich mehrere gemacht, aber ich glaube, es reicht, wenn ich euch eine zeige. So, was habe ich noch gemacht? Moment, ich hüpfe. Ach, ich wollte euch noch sagen, wie das Set heißt. Moment, wo habe ich es denn? Das ist irgendwo hier versteckt. Das heißt, Kugeln am Baum. Habe ich euch ja gesagt, ne? Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Oh, ich habe eine Verwendung gefunden. Ihr seht, ich habe sehr fleißig gestempelt. Also die Kugeln zumindest. kommen noch mehr Werke damit. So, dann habe ich Pillowboxen. Hier bin ich wieder Pillowboxen gewerkelt. Das ist zugegebenermaßen eine Auftragsarbeit. Das heißt, das Papier wurde vom Kunden ausgesucht. Und ich habe jetzt versucht, es ist ja ein sehr auffälliges Papier aus diesem Baumzauber, ne? Da braucht man ja jetzt nicht viel Verzierung. Aber den Spruch hier, da habe ich noch das Reh gestempelt. Und ich habe mich an die Farben gehalten, die im Papier sind. Das ist Minzmakrone. Und ich habe noch dieses Glitzerpapier hier verwendet, weil es wurde auch noch eine Schleife gewünscht. So. Und das Reh hier, das habe ich gestempelt auf Wildlederpapier. Und die Stempelfarbe ist Schokobraun. Man hätte aber auch Espresso nehmen können, da wäre es halt noch ein wenig dunkler gewesen. Und da gibt es ja eine Handstanze dazu. Das heißt, die habe ich jetzt hier mal benutzt. Ich muss das hier noch ein bisschen anpressen, weil die Dimensionals hier hinten, ich weiß nicht, ob man das sehen kann.
Die lösen sich noch so ein bisschen voneinander. Ist aber schwierig, bei einer runden Form Druck aufzubauen. Ich muss die halt nochmal aufmachen, die Schachtel mit dem Falzbein mal von drinnen drücken, sozusagen. So, davon habe ich mehrere gemacht. Ich finde, die sind ganz hübsch geworden. Ich habe jetzt das Design in diese länglichen Formen gewählt, weil ich finde, so rum würden die Bäume nicht wirklich zur Geltung kommen, denn die sind jetzt schon ziemlich groß auf dem Papier. Und deswegen diese längliche Form. Zu den Pillowboxen hatte ich ja mal ein Video gemacht, das kann ich euch gerne da oben verlinken, damit, falls ihr das mal für eine andere Gelegenheit braucht, kann man die jahreszeitlich unabhängig machen. Die verschiedenen Größen, wie ich das gemacht habe, wie ihr das herstellen könnt, sozusagen. Es gibt ja eine Stanzform, aber die sind ja nur so winzig im Vergleich. Ich habe jetzt eine größere gemacht. So, dann hatte ich mir ja die Stanzform gekauft von Creates mal. Ich muss jetzt mal gucken, wo habe ich die denn hingeschmissen? Die liegt hier irgendwo unten drunter. Ich finde sie gerade nicht. Hatte ich euch im Unboxing gezeigt. Und da habe ich eine Hausstanze gekauft. Wo habe ich die eigentlich hingelegt? Ich weiß es nicht. Also bei mir sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ich habe daraus Häuser gebastelt. Also, ich habe es aus Kraftpapier ausgestanzt. Man muss halt immer zwei Seiten ausstanzen und die dann zusammenkleben. Ich zeige euch mal das Endergebnis. So. Dieses Teil hier, das ist sozusagen ein Utensil, was die Steffi von der Stempelwiese für die Weihnachtsfeier benutzt hat. Und sie hat uns auch die Links zur Verfügung gestellt von den Materialien, die sie benutzt hat. Sie hatte ja uns auch so ein, na komm her, so ein Häuschen zukommen lassen. Also das Häuschen hat sie jetzt nicht 200 Mal selber ausgestanzt, sondern das hat sie gekauft. Das ist wohl eine fertige Form. Und hier haben wir so ein Seitenpapier reingewurstelt und dann konnte man das anmachen. Dieses Teil hier, das fand ich ziemlich gut. Ich weiß, dass es sowas auch im Action gab, aber ich war zu spät dran. Also ich weiß, vor 1,5 Monaten lagen die Dinger zuhauf rum. Jetzt war ich letzte Woche im Action und natürlich war nichts mehr da, ist ja klar. Ich komme immer zu spät. Also habe ich den Link von der Steffi benutzt. Also Dankeschön. So. Und dann habe ich hier Vellum genommen und habe das richtig rangeklebt. Also man sieht hier tatsächlich so ein bisschen den Draht innen drin, aber das macht hier nichts. Ich wollte erst ein Teelicht reinmachen. Und ich habe mir gedacht, wer bitte hat denn Lust, jedes Mal dieses Dach aufzufummeln, das Haus aufzufummeln? Ich konnte es ja dann auch deswegen dazu kleben. Und dann das Teelicht rauszuholen, anzumachen, wieder reinzustecken, und das macht ja keiner. Also muss der An- und Ausschalter außen sein, ne? Wie ihr seht, ich habe hier das rote Samtpapier benutzt. Ich habe mir hier halt einfach ein Stück abgemessen und habe hier eine Randstanze benutzt, dass das so ein bisschen so eine Wellenkante hat. Also man kann das sicherlich aufwendiger machen mit mehreren Lagen und Dachziegel nachempfinden. Die Zeit hatte ich leider nicht. Und ich habe die Winterminis benutzt von Create a Smile. Ich kombiniere ja gerne mal Sachen. Ihr seht, da, der Wintermini. Und habe gedacht, ich mache jetzt hier noch so einen Schornstein, wo der Weihnachtsmann reinkriecht. Ich habe ihn tatsächlich auch spiegelverkehrt gestempelt. Da wird die Qualität nicht immer ganz so gut. Habe das dann ausgeschnitten und übereinander geklebt, dass man halt von beiden Seiten, also dass es nicht hinten weiß aussieht, das ist ja blöd, ne? So, genau, habe den koloriert, ausgeschnitten, immer zwei zusammen gebappt und habe hier sozusagen Schlitz gemacht. So, und natürlich kann man das Haus aufmachen, weil vielleicht will man die Lichterkette rausnehmen. Ich habe also eine Seite vom Dach angeklebt, aber auch nicht restlos bis unten. Und diese Hausform ist dazu gedacht, dass man sie eigentlich zuklebt oder dass man das hier nach oben stehen lässt und dann halt mit einer Klammer zusammenklebt. Aber das wäre ja nicht gegangen, wenn ich ein Samtdach drauf machen will. Also habe ich mir dieses Häuschen hier als Vorbild genommen und habe mir hier das eine so ein bisschen wie eine Lasche gemacht. Hier habe ich mit einem Skalpell reingeschnitten, dass man das zusammen wurschteln kann. Das Einzige, wo man mal aufpassen muss, ist das hier, was jetzt zum Zusammenkleben gedacht ist, dass das halt drin ist, wenn ich es zusammenklappe. Magneten habe ich hier reingemacht. So, und dann kann man das hier wieder, ich hoffe, man kann das jetzt sehen in der Kamera, zack, zusammen machen. Und das hier ist so ein, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, ob ich das vom Action habe oder irgendwo anders oder mein gebrauchtes Bastelpaket.
Das sieht aus wie eine Rolle Tesafilm und ist Magnetband. Das ist nicht besonders stark. Ich wollte es auch einfach nur aufbrauchen, weil ich nicht genügend Metallplättchen hatte. Ich zeige euch gleich, ich habe die Häuser unterschiedlich versehen, mit Magneten bestücken können. Also das war jetzt eine Variante. Die Magnete sind sehr stark, deswegen geht das. Aber man hat jetzt nicht diesen riesen Klickeffekt. Das hält zu, aber mehr auch nicht. Jetzt gucke ich mal, dass ich ein Haus entdecke, wo das anders ist. Ja, hier. Ich hatte nämlich auch mal gekauft gehabt. Da waren so Metallplättchen drin. Ich habe mich immer gefragt, wofür das ist. Das ist aber super, wenn man auf der Gegenseite Magnet hat. Die sind auch hier drin. Und dann macht das auch tatsächlich Klick. Ich hoffe, ihr habt es gehört. So, also von denen habe ich mehrere gebastelt. Ich fand die Idee eigentlich ganz niedlich. Man könnte das jetzt natürlich, wenn man viel mehr Zeit hat, hier noch schön verzieren, anmalen, bestempeln, irgendwas draufkleben. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber mir gefällt es so auch ganz gut. Es ist dieses Jahr alles ein bisschen der Zeit geschuldet. Genau. So, dann fiel mir ein, ich habe ja noch die Komplettsets. Um zu klappen. Sind schon beschriftet. Ich habe sie auch innen drin verziert, aber das kann ich euch nicht zeigen, weil ich ja schon was reingeschrieben habe. Dann fiel mir ein, irgendwo habe ich diese Komplettsets noch. Ich hatte die bis jetzt nicht verbastelt und ich habe mir gedacht, wie schade, ich will das nicht bis nächstes Jahr liegen haben, weil nächstes Jahr gibt es wahrscheinlich eine neue Ausgabe von sowas mit anderen Motiven. Und ich wollte, dass das jetzt unbedingt noch andere beglückt. Und ich finde jetzt, wo das zusammengebaut ist, sieht das nochmal viel geiler aus als auf den Bildern. Ich zeige euch das mal. Also diese Art von Darstellung von solchen Weihnachtselfen ist eigentlich gar nicht mein Stil. Aber es sieht jetzt doch irgendwie richtig geil aus, wenn es auf der Karte ist. Ich muss sagen, ich bin selber geflasht, wie toll das rüberkommt. Also das sind ja alles so Ausstandsteile. Den Hintergrund, der ist gestempelt. Das ist ja alles in diesem Komplettset mit drin. Ich habe jetzt hier noch diese Stellen, wenn man das rausbricht, das sind immer so kleine Nasen, die habe ich noch weggeschnitten. Also ich bin ja Perfektionist. Und die Kordel hat mich echt Nerven gekostet, wie ich das da dran fummle. Ich habe erst die Länge genommen, wie es vorgeschrieben ist. Das war mir aber zu kurz. Ich habe mit meinen, also eigentlich nicht wirklich dicken Fingern, echt diese Schlaufe nicht hingekriegt. Ich musste es dann länger machen. Aber es hat trotzdem gelangt, weil es ist reichlich auf der Rolle. Ist noch was über. Also, obwohl ich da zwei, dreimal verschnitten habe und nochmal aufschneiden und so. Und ich finde, das wirkt trotzdem so richtig, richtig toll. Ich bin selber jetzt begeistert und total überrascht, weil ich das nicht erwartet habe. Ich bin ja eigentlich gar nicht so dieser Kartenset-Fan, obwohl ich mir dieses Jahr viele gekauft habe, die ich auch alle unbedingt verbasteln möchte. Und ja, also ich freue mich jetzt, habe ich schon 8 Weihnachtskarten. Das ist die nächste. Ich schmeiße hier die Sachen durch die Gegend. Das sind ja 2 verschiedene Designs und von jedem 4 Stück. Und das ist auch total süß. Und ich habe natürlich das Stempelset, was dabei ist, auch genutzt, um innen drin zu verzieren. Also ich kann ja mal den Text zuhalten und hier so ein bisschen kriegt ihr eine Ahnung, ne? Ich habe auch wirklich die ganzen Zierelemente versucht zu benutzen. Also ich bin gerade noch mitten in der Produktion von den Karten. Das heißt, ich werde noch mehrere Videos drehen, um euch was zu zeigen. Ich habe ja auch noch das Anhängerset, das Geschenkanhängerset. Jetzt brauche ich nicht so viele Geschenkanhänger, aber ich habe mir überlegt, ich kann daraus auch Karten machen. Ich bin gespannt, was ich jetzt daraus noch zaubere. Ich möchte das auch unbedingt noch verwenden. Und natürlich gibt es noch Karten mit den Kugeln. Das zeige ich euch auch noch, wenn es fertig ist. So, aber ich bin jetzt wirklich total geflasht. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera so rüber kriegt von diesem Aussehen, von dem Look von der Karte, aber ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass das so geil wirkt. Ja, ich bin jetzt begeistert und ich freue mich, dass es jetzt dann auf die Reise gehen kann und andere Leute glücklich macht zu Weihnachten. Ne? Jetzt gerade, wo wir alle wieder Kontaktbeschränkungen und sowas haben, ist das ja super, wenn man sowas kriegt. So, ich stehe jetzt vor der Tür von meinem Sohn und will euch mal zeigen, was ich noch gemacht habe. Hier ist eine Rosette. Ich glaube, das ist das Papier Farbfantasie. Und das ist Bermuda Blau. Ihr kennt das Problem schon. Das wird erst blau dargestellt. Und ich habe diesen süßen Pinguin von Create a Smile benutzt.
Und die Schneeflocke, das ist von Stamping Up. Ich weiß jetzt gerade nicht, zu welchem Set das gehört. Das ist so ein, wie sagt man denn, Embellishment? Da. Das war im Adventskalender von meinen Kindern mit drin. Also natürlich nicht in der Größe. Ich habe es versteckt gehabt, sie mussten es suchen. Jetzt gehen wir mal weiter. Ich habe noch ein paar Rosetten, die hängen überall im Haus verteilt. So, hier ist die nächste Rosette. Die hängt am Wohnzimmer, an der Wohnzimmertür. Das war eine Idee von der Babsi bei unserem allerletzten Teamtreffen dieses Jahr. Das war ja so ein bisschen weihnachtliches und wir haben Rosetten gebastelt. Das ist jetzt eine schlichte Version. Ich habe das Korkpapier benutzt und dieses Weihnachtsblütenpapier vom letzten Jahr. Kannst mal umdrehen, da erkennt man es. Und diesen tollen Stern aus dem Set. Ich weiß jetzt schon wieder nicht, wie es heißt. Ich blende es euch ein. Und mit rotem Samtpapier unterlegt. Ich wollte ein bisschen eine männlichere Rosette. Also, was auch Männer toll finden. Mein Mann hat das so toll gefunden, dass er es an dem gleichen Abend noch aufgehängt hat. Deswegen muss ich jetzt mit euch durchs Haus latschen. Und jetzt habe ich noch eine, die hier in der Küche hängt. Moment. So, das ist die von der Küche. Die musste natürlich glitzern. Das ist dieses Weihnachtsstern-Stempel-Stanzenset, habe ich da benutzt vom letzten Jahr. Und das ist das Klemmerpapier. Ich hatte ein weißes Etikett dahinter gemacht, weil ich dachte, am Anfang, ich stempel einen Spruch drauf und mache was Kleineres. Dann ist es doch dieser große Weihnachtsstern geworden. Da wünschte ich mir im Nachhinein, ich hätte das Etikett hinten dran, wäre nicht so groß und würde jetzt nicht hervorlinsen, das weiß er aber. Im Grunde genommen stört's mich nicht. Ja. Und hier habe ich wirklich mit viel Glitzer gearbeitet. Ich liebe ja Glitzer. Und es wirkt auch wirklich cool. So, und der andere Stern, die andere Rosette hängt bei meiner Tochter im Zimmer. Da schaue ich mal, dass ich das kurz rausholen kann, weil die ist da drin gerade beschäftigt mit irgendwas. Ich schaue mal, ob ich es ihr kurz rausklauen kann. So, da ist die Rosette von meiner Tochter. Hier ist das Licht auch besser. Im Haus war es jetzt ein bisschen dunkel, das heißt, die Farben waren noch ein bisschen verfälscht. Und da habe ich das Weihnachtsküken benutzt von Create a Smile. Jetzt in der Kamera sieht das so aus, als wäre hier voll die fleckigen Stellen. Das sieht in Wirklichkeit nicht so aus, ehrlich gesagt. Bin ich immer erstaunt, wie unterschiedlich das in der Realität und in der Kamera aussieht. Also ich bin eigentlich mit der Koloration ganz zufrieden. Und auch hier habe ich wieder diese Schneeflocke dahinter gemacht. Ich muss mal schauen. Ich glaube, ich habe die hier in der Schublade bei mir. Ah ja, das hier. Zauberhafte Flocken. Ich weiß gar nicht, zu was das gehörte. Ob das mit zu diesem Reihe Baumzauber gehört, könnte sein, ne? Und das habe ich dafür benommen. Das ist auch nicht meine Idee. Das habe ich jetzt schon öfters gesehen im Netz, dass manche da zum Beispiel diesen Pinguin benutzen und den da vorne draufsetzen und so. Und das dachte ich, macht nochmal so ein bisschen Farbklecks. Aber extra einen dunkleren Untergrund genommen, damit das so richtig schön zur Geltung kommt. Genau. Das ist auch dieses Papierfarbfantasie. Also ihr seht, was man mit Designerpapier, wenn man noch so Reste hat, auch alles machen kann. Ich wollte eigentlich auch noch eine sehr viel größere Rosette basteln, die dann so wäre. Ich habe es aber zeitlich nicht geschafft. So, genau. Und ja, dann zeige ich euch noch weitere Werke, wenn ich weitere Werke fertig habe. Das schneide ich schon einfach alles zusammen. So, ich hab auch für mich selber was gebastelt. Und zwar, haha, ich habe mir einen Farbfächer gebastelt. Ich habe damit schon vor einer Weile angefangen. Dafür habe ich auch die Ringe gebraucht. Ich finde es ja sehr lustig, dass es das jetzt im Geschäftszubehör auch gibt, zu kaufen gibt. Ich weiß allerdings nicht, in was für eine Größe der ist. Ich habe mir jetzt diesen Farbfächer da gebastelt. Und ja, noch ein paar mehr. Und ich finde das super praktisch. Ich habe jetzt überall die Farbe drauf. Jetzt muss ich nur noch eine Verpackung dafür basteln, wo ich das reintun kann, weil natürlich möchte ich das gern lichtgeschützt aufbewahren, damit sich die Farben nicht verändern. Aber das wollte ich schon länger mal haben und jetzt habe ich das endlich.
So, weiter geht's. Die nächsten Weihnachtskarten sind fertig. Ich habe sie noch nicht gefalzt. Und natürlich muss ich sie innen noch gestalten. Ich habe jetzt einfach solche Karten, Rohlinge von Stamping Up genommen mit so einem goldenen Rand. Die gab es mal im Ausverkauf. Ich weiß gar nicht, was jetzt im Katalog ist aktuell, ob da was Ähnliches drin ist. Und ich habe jetzt die Weihnachtskugeln von Create a Smile genommen und einen Prägefolder, dieses Notenblatt von Stamping Up. Da seht ihr, ich habe einen Aufleger gemacht und habe da mit einem Pinsel drüber gewischt, mit einer Goldfarbe. Ich weiß, man sieht nicht wirklich, dass es eine Goldfarbe ist, dass die Noten ein bisschen besser rauskommen. Weil ihr seht jetzt hier zum Beispiel, wo keine Farbe gelandet ist. Also man sieht es in echt natürlich, aber in der Kamera fällt es jetzt gar nicht so sehr auf, ne? Und den Spruch habe ich natürlich auch aus dem Set genommen. Lustig, lustig, tralala. Ich fand das jetzt eine witzige Idee. Also ich habe jetzt hier ganz viele verschiedene Kugeln gemacht. Ihr seht, das ist ein bisschen Unterschied. Das habe ich aquarellmäßig koloriert mit den Caron-Markern und Wasser. Und das ist mit den Stamping Plans. Also deswegen sieht das halt hier so ein bisschen unterschiedlich aus. So. Also ihr seht, jede Menge verschiedene Farbkombinationen. Und da es ja dieses Jahr ein bisschen schnell gehen muss, habe ich davon halt viel. Ich bin aber noch nicht fertig. Ich brauche noch mehr Weihnachtskarten. Ich muss gleich noch weiter basteln. Dann habe ich ganz vergessen, wir hatten ja Weihnachtsfeier von der Stempelwiese, also online. Da kann ich euch noch zeigen, was wir gebastelt haben. Die Steffi hat eine Anleitung für ein Kartenalbum gemacht. Farbtechnisch war man da relativ frei. Ich glaube, sie hat es in einer rosa Optik gemacht. Mir hat jetzt dieses Minzmakrone ganz gut gefallen. Ist mit hier so einer Fadenbindung. Und aus diesem Designerpapier, Zauber der Feiertage, sind so verschiedene Elemente ausgeschnitten hier und ausgestanzt mit dem Set Baumzauber. Ich weiß gar nicht, wie die Stanzformen dazu heißen. Das habe ich noch gestempelt und ausgestanzt. Das hat sie mitgeschickt. Die Buchstaben und die Geschenke aus dem Papier hat man ausgestanzt. Ich habe jetzt noch dieses rosa Schleifenband darum gemacht, damit man das verschließen kann, weil ich mag gerne Alben, die man verschließen kann. Und hier drin sind schon Weihnachtskarten drin. Die hatte ich euch ja schon gezeigt, ne? Die ist von der Steffi. Und hier kann man auch noch was reinstecken, wenn jetzt zum Beispiel ein Sonderformat oder sowas an Weihnachtskarte kommt. Also, das haben wir gebastelt. Ich mache es nur mal schnell wieder zu. Und dann zeige ich euch noch die Karte, die wir noch gebastelt haben. So, habe ich sie hingelegt? Da. Da ist die Anleitung von der Dora. Ich glaube, Doras Corner heißt die auf YouTube. Die hat auch ein wundervolles Anleitungsvideo. Also gebastelt haben wir eine blumige Variante. Sie hat in ihrem Video auch noch eine weihnachtliche Variante. Ich habe jetzt noch keinen Spruch hier drauf. Also hier kann noch ein Spruch drauf. Deswegen sieht es ein bisschen nackig aus. Und ich hatte auch nicht diese Spitzendeckchen, die sie verwendet hat. Ich habe jetzt einfach diese älteren genommen. Diese, ich weiß gar nicht, zum Gänseblümchen gehörten die irgendwie mal dazu und habe die halt auf der Rückseite mit Anthrazitmarkern angemalt. Deswegen sieht es ein bisschen ungleichmäßig aus, aber es hat auch wieder einen gewissen Charme. Benutzt wurden Produkte aus dieser neuen Produktreihe Land, Segen, Land und Liebe. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ist im neuen Mini-Katalog drin. Ist wunderschön. Und das ist so eine Art, weiß nicht, Buchkarte oder wie man das nennt. Ich zeige es euch mal von oben. So. So, also hier kann man auch noch Spruch reinmachen. Hier so drüber kleben zum Beispiel. Das habe ich halt noch nicht gemacht, weil ich möchte ja mir das offen halten für
welchen Anlass das ist sozusagen. Und ja, also man kann jetzt zum Beispiel einen Geburtstagstext, wenn es eine Geburtstagskarte sein soll, irgendwas anderes, da könnte man jetzt hier noch einen Aufkleber draufkleben hinten und könnte da zum Beispiel was schreiben. Und das kann man auch verschließen hier mit diesem tollen Jeansband, was dazu ist. So, das haben wir noch gebastelt. Genau, dann waren noch so Kleinigkeiten, aber die habe ich nicht fertig gekriegt und ich weiß auch gar nicht, so ein kleiner Engel und eine Baumkugel. Ich weiß gar nicht, wo das liegt. Ich habe es auch gar nicht fertig gemacht. So, und jetzt bastel ich mal weiter. So, jetzt habe ich noch eine andere Art von Karte gemacht. Und zwar habe ich da dieses Anhängerset benutzt. Moment, was ist denn da hier drin? Das da. Ich habe jetzt das Auto genommen zum Beispiel. Ja, ich habe es heute mit meiner Kamera. Sorry für das Wackeln. Und da habe ich dieses Auto quasi, also das ist ja quasi schon ausgeschnitten. Ich habe dieses Anhängerbuckel da oben weggemacht, weil das ist ja eigentlich ein Anhänger. Und habe aus dem Adventskalender von Create a Smile, mal gucken, wo ich es habe, da. Das hier mit dem Beweisfoto habe die zwei hier ins Auto reingestempelt. Also die Idee hat jetzt nicht ich. Ich habe die irgendwo gesehen, dass das jemand gemacht hat. Fand ich aber ganz niedlich. Und ich habe jetzt dieses Designerpapier vom letzten Jahr Adventsstädtchen genommen. Und hier dieses weiße Samtpapier. Habe einfach mit der Schere, also ohne jetzt irgendeine Randstanze, da so ein bisschen Wellen geschnitten, habe noch ein paar Häuschen ausgeschnitten. Hier habe ich ein bisschen, die Häuser sind hier eigentlich, also hier hinten sieht man es ja weiß, ne? Aber ich fand das jetzt irgendwie ein bisschen heimeliger. Ich habe mit Buntstiften einfach ein bisschen gelb gemalt. Ein paar Bäumchen. Hier habe ich auch noch Wink of Stella drauf gemacht, weil eigentlich glitzert Schnee ja, ne? Hier ist ein bisschen viel Wink of Stella drauf gekommen, aber das finde ich ist gar nicht schlimm, weil Schnee ist ja auch nicht immer überall sauber. Und hier habe ich noch ein paar Pailletten aufgeklebt. Ich hoffe, man kann das sehen. Und auch hier habe ich mit dem Wink of Stella einige von diesen Schneeflocken angeglitzert. Ja, genau. Und die Geschenkschleifen, die habe ich auch angeglitzert. Ein bisschen kann man es sehen, ne? So. Und einen Wobbler habe ich hinten hingemacht. Also ist eine Karte zum Spielen. Genau. Und das habe ich jetzt noch aus diesem Anhängerset gemacht. Und das war es jetzt erst einmal mit der Weihnachtsbastelei. Jetzt bin ich eigentlich durch. Ich muss jetzt noch ein bisschen was anderes basteln. Ich muss ja noch die Kataloge an meine Kunden verschicken. Ein bisschen was danei tun noch und so. Und habe schon wieder ein paar andere Projekte, aber abseits von Weihnachten einfach, ne? Also ich habe euch jetzt sozusagen das, wo ich nicht vergessen habe, euch zu zeigen, gezeigt, was ich nicht gleich losgeschickt habe. Ich habe auch bei ganz vielen Sachen zwar in die Kamera gezeigt, aber kein Foto gemacht. Bin wieder typisch ich. Genau. Und das waren so meine Weihnachtsbasteleien für dieses Jahr. Dann wünsche ich euch richtig schöne, frohe Weihnachtsfeiertage. Hoffentlich im Kreise der Familie, soweit das halt geht. Und ohne Stress, schön gemütlich, mit gutem Essen, tolle Laune, schöne Musik, Geschenken natürlich. Und natürlich wünsche ich euch auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, am Wochenende kriegt ihr ja dann noch das letzte Video von dem Adventskalender, ne? Und da zeige ich euch auch ein bisschen was von meiner Weihnachtspost. Und ja, dann sehen wir uns garantiert nach Weihnachten wieder in meinen Videos wieder. Und bis dahin bleibt schön gesund und tschüss.